Einen wunderhübschen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ich das Video droppe, / wann du reinklickst. Erst einmal einen wunderschönen Dankeschön, dass Sie reingeklickt haben und fühlen Sie sich frei, hier jetzt abzuschalten. Falls du nur das Visuelle sehen willst, also nur den Artshit, kannst du mich sehr gerne muten und nebenbei deine Musik anmachen oder einfach nur die Musik lauter machen als mich. Falls du, warum auch immer, nur mich labern hören willst, Achtung, zwischendrin kommt Musik als kleine Vorwarnung. Die ist meistens immer lauter, obwohl ich sie eigentlich runterskaliere im Programm, aber I don't know. Ja, ansonsten machst du es halt genau andersrum. Du machst dann dein Video richtig laut und dann machst du davor irgendein Fenster offen, keine Ahnung. Twitter, Facebook, Instagram. Wo auch immer du dich gerne rumtun willst. Pinterest! Falls du zum Beispiel nebenbei zeichnen willst. Und mein Zeug einfach zu scheiße findest, du nebenbei bewatchen. Okay. So, aber gleich mal ein paar Sachen vorab. Die Infos zum Charakter droppe ich später. Ich habe nämlich ein wunderschönes Textformat gefunden in meinem Programm, was ich gerne nutzen will, weil das ein bisschen stylisch aussieht. Aber, da ihr seht, ich nutze gerade für den Anfang noch meinen Stream, wo ich vorgesketcht und gelined habe. Das sieht merkwürdig aus. Ich habe es ausprobiert. Geht einfach vorne und hinten optisch nicht. Deswegen, das kommt später. Und ich will versuchen, dass halt die Videos nach mehr aussehen bedeutet. Die Infos zum Charakter werde ich auch später noch als Textelement in dem rein Filmvideo reindroppen. Also wenn der Stream laut weg ist. Nur ich hatte vorher keine Zeit, Skizze und Liner zu machen, deswegen muss das im Stream sein und importieren und so ein Scheiß. Aber damit sehen Sie oben rechts meine, meine Fresse. Denn gerade diesen Monat ist es gerade einfach sozusagen ein kleines Dankeschön-Edition von mir, weil ich jetzt ein Jahr lang auf Twitch bin und halt auch eine Menge unglaublich nette Leute kennengelernt habe und es halt auch einen guten Haufen gibt von Leuten, die mich immer aushalten, auch wenn ich grumpy bin. Und einfach als Dankeschön gibt es deswegen FaceTime jedes Jahr, jetzt im April. Ob ich irgendwann auf komplett FaceTime wechsle, werden wir sehen. Momentan ist es einfach nur diesen Monat. Und wo wir gerade dabei sind, falls Sie auch auf Twitchy sind oder sich vielleicht überlegen, das zu gönnen, diesen Samstag, 24. April, werde ich mit einer guten Freundin 12 Stunden Art streamen. Also, falls Sie dabei sein wollen, dumm zu sein und Spaß zu haben, maybe nebenbei selbst zu zeichnen oder einfach nur unterhalten zu werden, gönnen Sie sich unser Twitchy. Ich werde sie auch unten verlinken. Sie ist, by the way, immer mit FaceTime, falls du das interessanter findest. Just as note. So. Okay. Wir haben das abgehakt und das abgehakt. Ah ja. Nicht wundern, ich musste leider den Stream cutten. Also ich musste einen Teil wirklich rausschneiden, weil ansonsten nur die Skizze und Linart 9 Stunden. 9 fucking Stunden. Es halt dadurch kommt, weil man natürlich sich immer freut, wenn ein Chat aktiv ist und man dann mitredet und dadurch wird man abgelenkt und so. Also Vor- und Nachteil, aber deswegen fehlt ein bisschen was von der Skizze. Aber ich glaube, der Großteil ist da wegen Collar-Shit. Also ich hoffe, ihr nehmt das mir nicht übel. Das ist immer das Problem, wenn man kein Skript hat. Man hat zuerst so, wenn ich schneide, habe ich so grob im Kopf, was ich wann sagen will. Wenn ich dann aber den verfickten Knopf drücke zur Aufnahme, vergesse ich es andauernd und fange wieder immer wieder bei Null an. Ich glaube, ich tue uns allen einen Gefallen. Ah, nein, wartet, ich weiß jetzt noch, was ich sagen wollte. Nicht wundern, ihr habt ab und zu immer wieder einen kleinen Untertitel da stehen. Zum Beispiel, gerade eben relativ am Anfang von dem Video, Sonntag, 18. April. Ich möchte einfach gerne nur mal aufzeigen, wie viel Scheißarbeit ein verficktes Video macht. Deswegen steht halt das Datum da, wann ich was gemacht habe. Also ich sag's mal so, es gibt ja grundsätzlich immer diese Kommentare aller, ja, fürs Dummsein kriegt man so viel Geld, also wenn du jetzt einer, ich sag jetzt mal,
bekannteren Persönlichkeit folgst und dann die Kommentare durchkreuzt, hast du ja immer wieder diese undankbaren Bastarde. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders ausdrücken. Und ich fand es schon grundsätzlich immer unverschämt. Aber seit ich halt wirklich jetzt die letzten Wochen aktiv jede Woche ein verficktes Video hochlade und wirklich merke, wie anstrengend es ist, am laufenden Band irgendwas zu produzieren, haltet die Fresse. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Seriously. Ich bin gerade dabei, diese Woche 2 Videos vorzubereiten, damit ich nächste Woche wieder ein bisschen Luft habe und eins vorbereiten kann, weil es halt neben Arbeit fucking anstrengend ist. Ich habe Montag 10 Stunden geschoben, heute fast 11 Stunden und ich befürchte, dass ich morgen vielleicht sogar wirklich auf 11 Stunden komme. Vor 10 Stunden sehe ich mich nicht draußen. Und ja, oh Gott, bitte lasst es. Egal, welche Arbeit es ist, egal, ob ihr die Arbeit, ich sage es mal, versteht im Sinne von, was es für ein Aufwand ist oder nicht, bitte respektiert die Arbeit dahinter. Selbst wenn man wirklich sich nur einen fucking Tag nimmt, ein Video zu drehen, direkt zu schneiden und fertig zu speichern, es ist ein verfickter Tag, der dafür drauf geht. Und das wirklich bedeutet, du reißt dir den Arsch zusammen und ziehst das durch. Das ist, jeder Job hat seine Tücken, egal ob es mental ist oder körperlich oder eine Fusion aus beidem. Wenn man so ein Social Shit macht, dann ist es halt vor allen Dingen mentaler Shit. Egal wie lapidar das scheiß Video aussieht, es ist immer Arbeit. In diesem verfickten Video sitze ich seit 3 Tagen, wenn man von den ersten Aufnahmen ausgeht, was ja dazugehört. Halt, wie gesagt, Sonntag der Stream, Montag dann gecallert, Dienstag sitze ich jetzt gerade am Schneiden. Es ist unglaublich anstrengend. Also, freut euch über Videos, bitte. Egal von mir oder jemand anders. Und ich glaube, ich kann im Namen von allen Creators sagen, es hört sich so wunderschön an, dieses Wort, wenn ihr zum Beispiel jemand einen anderen Künstler noch folgt, oder ja, ich glaube, man kann allgemein Künstler sagen, egal was für eine Art von Video man hochlädt, wenn ihr noch jemand anders folgt und der hat zum Beispiel noch gar keinen Kommentar unter dem Video und das ist vielleicht so ein paar Tage draußen, weil die Person ist halt wirklich sehr klein und kriegt fucking wenig Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich wage zu behaupten, dass es für die Person wie Weihnachten, wenn da ein Kommentar kommt. Also, ich kann ja nur aus meiner Erfahrung reden, wo ich anfangs wirklich super, super selten Kommentare bekommen habe, weil es für mich so, oh mein Gott, jemand hat sich 10 Sekunden Zeit genommen, was zu schreiben. Oder überhaupt erstmal angeguckt, weil ich um kurze Videos klappt nicht. Ich habe es versucht, ich mag es nicht. Ich will lange Videos machen. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich regelmäßig 2 bis 3 Kommentare unterm Video habe, seit ich halt wirklich jede Woche was hochlade. Und es ist, wie gesagt, aufwandstechnisch echt anstrengend, aber dass ich sozusagen mit der Liebe in Form von Aufmerksamkeit bezahlt werde, indem halt unter anderem auch Kommentare kommen, ist jedes Mal aufs Neue ein unglaubliches Glücksgefühl. Das ist genauso wie beim Stream. Immer wenn jemand reinschreibt und wenn es nur Hi ist, ich freue mich einfach. Aber okay, ich habe jetzt genug um eure Aufmerksamkeit und Kommentare gebettet. Ich habe gesagt, warum ich erst gleich auf den Charakter eingehe und warum Sketch und Lineart ein bisschen gecuttet sind. Okay, gut. Dann statt, dass ich am Anfang zulebe, was ich zwar jetzt schon tue, egal. Ihr habt jetzt eine semi-kurze Musikpause die nächsten Minuten, bis wir dann aus dem Stream-Layout raus sind. Und dann kann ich euch vom Charakter erzählen. Weil dann kann ich, wie gesagt, jetzt das wunderschöne Textformation reinhauen, ohne dass es dumm aussieht. Ich glaube, ihr seht dann später, was ich meine. Also, wir hören uns gleich wieder, falls du nicht abschaltest. Falls doch, noch einen wunderschönen Tag. Man liest dich, maybe. Und genießen Sie jetzt diese wunderschöne Songauswahl, die ich für Sie auserlegt habe. We'll be right back.
Bye.
Und da bin ich wieder. Okay, ab zum Charakter. Sie sehen, wie auch schon vorher am Ende, am Anfang stand. Warte, nein. So, Versuch Nummer 2. Ich habe mir super professionell einen kleinen Stichpunktzettel gemacht und hoffe, dadurch wird's besser. Ich habe gerade eben schon eine Aufnahme verkackt. Verdammte Scheiße, ich muss bald schlafen gehen. So, Sie sehen meinen OC Layla Jason, beziehungsweise kurz Lay. Ihr Nachname wird manchmal auch Jason von Leuten ausgesprochen, die es nicht wissen, aber ich habe mit Absicht den, ich sage jetzt mal, deutschen Wortklang genommen, weil das auch sozusagen ein kleines Easter Egg zu ihrem anfangs unvorteilhaften Verhalten sein soll. Und zwar, dass sie zu allem Ja sagt, drauf geschissen, was das für Folgen hat. Oder was drauf geschissen, was das für Folgen für sie hat. Weil sie ein dezentes Helfersyndrom hat. Und wie euch vielleicht aufgefallen ist, mein Künstlername ist Lay. Und das hat einfach den Grund, weil sie mein kleines Story-Mini-Me ist. Deswegen habe ich mir ihren Künstlernamen gemobbt, weil ich den ganz fresh finde. Also von daher, verklagt mich. Ach, mein echter Name ist tricky. Wir haben eine kleine Hassliebe, aber das erfahren Sie in einem anderen Video, was ich auch schon plane. So, die Hockney-Version ist sozusagen die Anfangsversion der Story. Und zwar, das seht ihr sie in der Schuluniform. Die, wie schon... Maybe erwähnt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich das in der Aufnahme auch schon gesagt habe, ist sie das kleine Mobbing-Opfer des Lebens, wie ich. Nur noch schlimmer, weil ich mir dachte, Drama, Baby, Drama. Sie wird nicht nur mental angegriffen, sondern auch körperlich, weswegen dann gleich ein paar kleine schöne Striche dazukommen auf ihre Haut. Was halt damit zur Folge hat, wegen ihrer Augenfarbe. Denn ist es, nein, nicht mal die fucking Haarfarbe, was eigentlich viel zu oft im Anime sein sollte mit ihren schillernden Haaren. Denn sie hat einfach normal schwarze Haare. Sie hat lilane Augen, die, wie wir vielleicht alle wissen, nicht normal sind. Außer du hast Kontaktlinsen drin, die sich, by the way, auch später reinhaut, weil sie keinen Bock mehr hat, dafür aufgezogen zu werden. Aber klappt halt nur semi, weil, naja, sie wissen, welche Augenfarbe sie hat. Ja. Ich will nämlich bei meiner Welt darauf achten, dass wirklich alle Menschen normale Haarfarben haben, außer sie sind gefärbt, aber gefärbt ist dann halt eher seltener. Und sie wird dementsprechend immer von bestimmten Wesen in ihrer Klasse Freak oder Experiment genannt, was ein böses Easter Egg zu ihrem Vater sein soll. Ihre Eltern sind super lieb, kümmern sich so gut es geht, aber sie kriegt halt die Fresse nicht auf, dass sie gemobbt wird. Ich meine, klar, sie merken, dass etwas nicht stimmt, aber sie wissen genauso gut, würden sie jetzt reingehen, würde A, keiner was sagen und B, es würde vermutlich schlimmer werden. Also, lassen sie ihr schweres Herzens. Und jedenfalls, Marco, ihr Vater, ist gelernte Chemiker und Krankenschwester, weil er sich immer sagt, es kann grundsätzlich immer was passieren, da will ich auch Krankenschwester sein und weiß, wie ich mir helfen kann. Und das soll halt einfach der Wink dazu sein, dass sie ein Unfall war. Ein Experiment schief ging und was sie jetzt weiter großziehen. Was jetzt nicht der Fall ist, aber es soll halt der böse Wink dazu sein. Luna, ihre Mutter, ist wirklich ein absolut reiner Mensch und Journalistin, freiberuflich. Marco dagegen gehört zu einer rein rassigen Nymphenfamilie an. Als ich mir gedacht habe, ja moin, welches Wesen könnte sie denn sein? Ist mir Nymphe eingefallen, so nach dem Motto, liest man ja selten. Also, finde ich, stimmt immer noch. Du liest wirklich selten, dass ein Wesen ist, jemand eine Nymphe ist. Nur, ich faule Stück Scheiße, war zu faul zu googeln. Was bedeuten Nymphen? Also habe ich mir eine kreative Geschichte ausgedacht. Also, ob sie kreativ ist, könnt ihr selber entscheiden, aber ich finde sie immer noch ein bisschen kreativ. Pass auf. Ich habe mir gedacht, dass Nymphen sozusagen die Evolution von Feen sind. Ihre Flügel haben sie bewusst ausfallen lassen, weil die halt überall hängen bleiben können und so ein Shit. Aber damit sie nicht
Das System muss sich wieder neu ordnen. So, sie haben keine Flügel. Dafür haben sie aber das krasseste Heilungssystem in der Geschichte der mystischen Wesen, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar, sie können jede Wunde, die ihnen zugefügt werden, überleben, solange es nicht das Herz angreift. Das bedeutet, würdest du ihnen den scheiß Arm oder Kopf abpacken, spätestens nach 24 Stunden sind die wieder zurück. Je, ich sag jetzt mal, größer die Wunde ist, also wenn jetzt zum Beispiel der Kopf abgehackt ist, ja, dann brauchst du das absolute Maximum, dann brauchst du es wirklich genau 24 Stunden, bis alles wieder nachgebildet ist. Hast du jetzt aber nur einen kleinen Kratzer, braucht es nur ein paar Sekunden. Beim Bruch kommt es auch wieder drauf an, wie viel, dann kann es auch nur ein paar Stunden sein. Aber es verheilt jedenfalls alles, solange du nicht einen Stich ins Herz bekommst. Auch im übertragenen Sinne. Der Kniff ist halt, dass Nymphen eigentlich theoretisch unverwundbar sind, solange sie ihr Herz schützen. Aber das Ding ist halt, wenn sie wirklich Sorgen haben, die sie innerlich auffressen, dann werden sie krank. Wenn sie Erkältungserscheinungen bekommen, wie Schnupfen, Husten oder so ein Shit, dann bedeutet das, jemand macht sich starke Sorgen, dass das Heilsystem langsam anfängt zu schwächeln. Weil normalerweise passiert nichts. Die sind immer gesund. Die sind der Traum für alle Krankenkassen, weil die niemals Arztrechnungen bringen. aber jedenfalls, solange sie selber das Wesen noch nicht erweckt hat, greift diese Funktion nicht. Deswegen hat sie auch zuerst Wunden. Aber natürlich sind die Schüler schlau. Sie machen jetzt nicht eine 10 cm tiefe Armwunde rein, damit das jeder bemerkt, sondern es sind halt kleine Sachen, die verdeckt werden können, weil sie ja ganz genau wissen, sie schämt sich dafür, sie will es nicht zeigen. Also sind das kleine Wunden, die sie unter einer Bluse oder so verstecken kann. Sieht keiner. Das Ding ist nur, wenn sie dann mit Hilfe einer weiteren Person, die ich euch übernächste Woche theoretisch vorstelle, wenn der Zeitplan so klappt, wie ich es im Kopf habe, alleine, kennenlernt, erweckt sie irgendwann durch eine, sagen wir, feurige Situation aus Versehen ihr Wesen. Sie ist eine Wassernymphe, bedeutet, sie kann auch Wasser bändigen, hat natürlich auch die Heilungskräfte, aber kann halt auch Wasser bändigen. Aber in dem Moment, wo sie es aktiviert, verheilen natürlich alle Wunden. Bedeutet, würde jetzt wieder was passieren, würden sie sehen, Sheet, das heilt und naja, wir kennen alle Filme. Wir wollen alle nicht da enden. Aber bevor ich es vergesse, Marco zum Beispiel ist sozusagen eine leicht mutierte Nymphe, weswegen auch seine Familie ihn dezent gemobbt hat. Und das noch schlimmer als bei Lay. Seine Familie ist, wie gesagt, eine rein rassige Nymphenfamilie. Sie sind aber richtige abgehobene Bitches und sehen sich als die krasseste Art, die existiert, und alle anderen Arten dürfen nicht existieren oder höchstens zu ihrem Spaß. Jeder in seiner Familie kann Wasser bändigen, was eigentlich sozusagen Standard-Trait ist für Nymphen als Selbstverteidigungswaffe. Nur bei ihm hat sich dieses Talent aufs Gehirn ausgelegt, bedeutet, er ist einfach sehr schlau, lernt besonders effektiv, kann sich dafür aber sozusagen nicht aktiv verteidigen, also im Sinne von Wasser. Er hat natürlich weiterhin die Heilungskräfte, aber halt keine Attacken, was Namen Deutsch. Ja, seine Mutti fand das jetzt nicht so geil. Ja, das sind so krasse Fighter, dass die es schaffen, das fucking Wasser aus deinem Blut rauszureißen. Und das haben sie auch ein paar Mal gemacht, weil sie sozusagen bei ihm rauszwingen wollten, dass er seine Kraft erweckt. Aber bei ihm ist es, wie gesagt, mutiert. Er kann nichts dafür. Aber sie wollten das halt die ganze Zeit nicht glauben und wollten es die ganze Zeit rauszwingen. Dementsprechend ist er aus der Fantasy-Welt geflüchtet in die Menschenwelt. Die beiden Welten leben als Spiegelwelten zusammen und haben gegenseitigen Einfluss. Und hat dann sein Leben als Semi-Mensch, sage ich es mal, genossen. Aber er hat halt so seine Tricks, wie er die Leute mal davon ablenken kann, nicht hinzugucken, wenn er sich mal schneidet. Ja. Ich überlege gerade. Also, das ist so ziemlich alles. Ich gebe zu, ich habe zu ihr echt noch nicht so viel, weil auch wenn sie mein erster OC war und grundsätzlich meine OCs meine Hauptmotivation waren, weiter zeichnen zu lernen, um die krassesten Bilder rauszuholen und alles, muss ich sagen, fällt mir sie am schwersten,
weil ich sie halt auch ein bisschen mit Selbsthass verbinde. Weil ihre Anfangsstoryform, wenn man es so nennen kann, ist halt, was ich auch früher war. Ich habe alles hingenommen. Ich war auch ein kleines Opfer. Ich musste mir so viel gefallen lassen, bis ich irgendwann mal an den Punkt kam und ich gesagt habe, ich habe die Schnauze voll und jetzt reiß ich die Kusche auf. Und es triggert halt diese alten Erinnerungen, aber gleichzeitig alles, was wir erleben, macht uns zu dem, was wir sind. Und egal wie scheiße es ist, im hoffentlichen Fall lernen wir da draus. Ich meine, ich habe immer noch ein bisschen mit meinem Selbstbewusstsein zu strugglen, aber wenn ich dran denke, wie ich früher drauf war in der Schule, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Glaubt mir, ihr würdet niemals glauben, wie ich früher drauf war. Was ich alles mit mir machen lassen habe und nein, das mache ich jetzt lange nicht mehr. Also, nee, am Arsch. Und ja, wie gesagt, die frühere Lei erinnert mich halt daran, aber man muss damit arbeiten können. Es ist für mich eine Art Therapieform. Ein bisschen Selbsttherapie. Und ja. Ob ich ihr aber übrigens den Haarverlauf lasse zu Silber, bin ich mir noch unsicher. Ich hatte zuerst zum Beispiel weiße Haarspitzen. Aber das ist halt so stereotypisch schwarz zu weiß und das ist meh. Ich finde das Silber-Grau sieht schon einen Ticken geiler aus, aber ich hatte ursprünglich geplant, dass ihre Eltern draufgehen und dass sie dadurch eine wirklich richtig, richtig krasse Sozialphobie entwickelt. Mir ist random auf Arbeit ein unglaublich schönes Storyende eingefallen, wodurch die Eltern noch leben müssen. Ich will sie nicht zurückholen, sie sollen einfach bis zum Ende leben. Nur, ich muss jetzt neu austüfteln, wie es bis dahin weitergeht. Ich habe den Anfang und das Ende. Was dazwischen passiert, werdet ihr sehen. Aber wenn sie jetzt theoretisch den Haarverlauf bekommt, in dem Moment, wo sie es erweckt, vor Stress. Weil es ist eine absolute Stresssituation, wo sie es aus Versehen packt. Aber sie macht halt nur eine kleine Aktion, dass sie es selber nicht bemerkt und die Leute um sie. Dadurch fällt es nicht auf, außer alleine. Wie will sie das den Eltern erklären? Marco kann es sich schon irgendwann denken. Aber Luna ist halt selber sehr misstrauisch. Als Journalistin ist sie natürlich auch neugierig und will immer alles wissen und so. Ich habe mir schon gedacht, dass er sozusagen ihr aushilft mit Ausreden, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die wirklich komplett verdeckt zusammenarbeiten lasse oder ob ich mir noch was anderes einfallen lasse. Er ist ja, wie gesagt, geübt da drin, dass, wenn er sich mal schneidet, was wirklich super selten ist, dass es dann immer schafft, sie abzulenken, dass sie es nicht mitbekommt, also Luna und auch Lay vorher. Aber ja. Es ist tricky. Du hast am Anfang halt so viele Ideen und irgendwo willst du keine Idee vergeuden, aber eigentlich weißt du, es ist besser, gewisse Sachen auszulassen, damit es halt nicht zu viel wird. Ja, aber wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr zum Beispiel eigene OCs und struggelt ihr da auch noch so ein bisschen rum, designtechnisch oder storytechnisch oder beides, wie in meinem Case? Wenn ihr gerade Lust habt, könnt ihr ja zum Beispiel auch so was runterschreiben und dann kann man sich, dann könnte ich ja vielleicht meinen Self dazugeben und dann kann man sich das so gegenseitig anspornen oder ein Finish finden für das lose Ende. Es tut mir leid. Ich habe heute super verwirrend geredet. I'm sorry. Aber wie sie vielleicht gerade eben lesen konnten, ich habe heute fast eine fucking 11 Stunden Arbeitsschicht gehabt. Ich bin ein bisschen kaputt und müde, aber ich habe mir fest den Kopf gesetzt, ich schneide das heute zu Ende, damit ich es morgen droppen kann. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie halbwegs unterhalten. Man hat halbwegs verstanden, was ich mir bei ihr gedacht habe. Ich hoffe, euch gefällt das Bild. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, es sieht kinda strange aus, dass vorne Nervenzusammenbruch und hinten so gechillter Priester kommt entgegengelaufen. Da wünsche ich mir fast schon die Digitalmagie, dass ich dann sozusagen die hintere Version so leicht transparent hätte machen können, so wie so ein Geist, der zu dir kommt, so nach dem Motto, ich komme zu dir, dich retten, aber egal. Also es hat schon irgendwie was, aber man kann grundsätzlich immer alles feintunen, ne? Und
Nein, das Outfit hat sie sich nicht freiwillig gegeben, das hat ihr ein Charakter gegeben. Und zwar Ashley. Die ist immer liebt, andere Leute zu mobben. Ich meine zu necken, tut mir leid. Nein, nein, nicht mobben. Mobben ist böse. Okay, das klingt gerade sehr sarkastisch, aber Mobben ist wirklich böse. Aber sie hat es sozusagen für sie als Challenge gegeben, weil sie sie zwingend dahin gehen will, dass sie es selber mehr akzeptiert. Ihre Schuhe zum Beispiel sind auch reine Stoffschuhe. Da ist wirklich nicht meine Sohle unten, weil sie einfach bewusster mit ihrer Umgebung arbeiten soll. Das ist sozusagen der Gedanke dahinter. Vielleicht ist es auch einfach nur eine dumme Ausrede, weil ich früher keine guten Designs hatte und immer noch nicht weiter weiß. Wer weiß, wir werden es niemals herausfinden. Oh, sexy. Cool, jetzt habe ich mal in eine Aufnahme reingerülpst und nicht nur in Stream. Fühlen Sie sich geehrt. es tut mir leid. Ich hoffe, wie gesagt, Sie haben sich halbwegs unterhalten gefühlt. Ich würde sagen, es gibt jetzt mal ein Ende. Es gibt jetzt noch ein bisschen Musik. Viel Spaß noch beim Ende des Kolorierens. Man sieht sich, liest sich hoffentlich beim nächsten Video. Ich freue mich, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Fühlen Sie sich nicht scheu, mir zu folgen. Ich bin, wie gesagt, fleißig dabei, jede Woche ein Video zu droppen. Diese Woche kommt vielleicht sogar auch noch ein zweites, wenn ich es schaffe. Wir werden sehen. Au revoir.